Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Vogelzimmer-Update, denn ich habe vorgestern das Zimmer neu gestaltet. Als erstes sind wir jetzt hier an dieser Seite vom Vogelzimmer. Da habe ich ja diese Schaukel noch hängen lassen und sie eigentlich nur sauber gemacht. Ansonsten habe ich jetzt hier diese große Dreiecksschaukel hingehangen, die ich mal auf Instagram bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Und ansonsten hängt hier auch noch diese große Birkenstange. Die habe ich jetzt auch einfach mal hier gelassen, denn den Wellensittichen gefällt dieser Platz ganz gut. Dann hängt hier ein absolutes Lieblingsspielzeug von den Wellensittichen. Als nächstes kommen wir zum Foraging-Bereich. Da führt einmal eine Weinrebe herunter, also nach unten. Hier oben steht dann eine Tonschale drin mit, ja, verschiedenen Einstreu. In der zweiten Etage steht dann auch noch mal eine größere Tonschale mit anderen Einstreu und ganz unten eine sehr große Schale mit allem möglichen gemixt. Und darin ist natürlich Futter versteckt und die Wellensittiche nutzen das auch sehr, sehr gut. Ansonsten steht hier ein Spielplatz und eine kleine Kokosnussschale. Ansonsten habe ich jetzt hier noch so ein, ja, Maisstück. Dann habe ich da einfach noch ein Brett. Hier habe ich diesen Tunnel oder diese Brücke, die ich selber gebaut habe. Und den Wellensittichen gefällt die echt sehr gut. Also die lieben die. Ich habe dazu auch ein DIY. Also ich kann es euch nur empfehlen, das nachzumachen. Bei meinen Wellensittichen kommt es auf jeden Fall gut an. Dann führt hier von der Voliere rüber aufs Sitzbrett auch eine Weinrebe. Da hinten sind auch noch zwei Kokosnussschalen. Hier ist der Ast, der, ja, wie gesagt, da befestigt ist. Ansonsten ist hier noch die Wurzel. Dann geht es hier nach unten und da habe ich halt einfach so verschiedene Äste hingebracht. Freischwingende Sitzstangen, verschiedene Spielzeuge. Hier jetzt zum Beispiel auch noch so eine Kokosnussschaukel, die ich mal selber gemacht habe. Und ja, ansonsten sind ja auch noch ein paar Baumwollseile. Hier so eine Spirale. Also verschiedene Klettermöglichkeiten einfach für die Wellensittiche. Hier habe ich jetzt noch diese Kokosnussschale, die ich manchmal mit Heu befülle. Das mache ich auch so alle 2 Tage. Ja, ansonsten hängt hier dieses große Spielzeug. Hier hängt der Weidenball. Den lieben die Wellensittiche auch. Und darunter ist auch noch eine Schaukel, die ich mal selber gemacht habe. Dann kommen wir jetzt hier zu, ja, diesen Platz. Die Wand habe ich wieder mit Korkscheiben ja, quasi geschützt oder dekoriert. Hier hängt dieser Heuball. Ansonsten habe ich hier relativ viel Kork und hier können die Wellensittiche halt auch laufen. Das ist manchmal auch ganz praktisch. Dann steht hier diese sehr große Weinrebe und die führt von hier unten oben auf die Etage drauf. Hier hängt bzw. steht dann noch die der große Korktunnel, dann noch da so ein Spielzeug und halt auch noch mal so eine ja, Brücke. Oben habe ich auch einen großen Ast angebracht und auch eine der absoluten Lieblingsschaukeln von den Wellensittichen. Ich kann euch auch übrigens sagen, dass die Wellensittiche gerade den Bereich, den ihr jetzt seht, absolut lieben. Also da halten sie sich echt richtig gern auf, gerade da bei der großen Korkröhre oben bei den Ast. Aber auch diese Schaukel hier rechts von Samick finden sie echt super. Oben habe ich noch Seile angebracht, hier noch so ein Kletterspielzeug und dieses riesige Schaukel-Kletterspielzeug, was ich von der Körnerbude habe. Da halten sich die Wellensittiche auch extrem gerne auf. Das ist ein absoluter Lieblingsplatz. Hier hängt dann ein, ja, Weidenkorb, den sie zerstören können. Und ja. Ansonsten könnt ihr jetzt einfach noch ein bisschen die Wellensittiche sehen. Ja, wie ihr seht, habe ich ja Seile relativ weit oben an den Plätzen, aber auch verschiedene Äste angebracht und zudem auch Schaukeln. Und ja, da halten sich die Wellensittiche echt sehr gerne auf. Allgemein gesehen sind sie meistens gar nicht so lang auf den Seilen. Meine Wellensittiche benagen die Seile eigentlich auch nicht. Deswegen kann ich die auch anbringen, wenn ihr da Probleme habt, solltet ihr lieber kaum Seile anbringen oder halt darauf verzichten. Aber meine Wellensittiche halten sich jetzt hauptsächlich hier auf diesen Weinreben auf und zudem auch da hinten auf den Kletterspielzeugen. Generell sind bei mir eigentlich alle Plätze verbunden mit der Voliere, also
Selbst für flugunfähige Wellensittiche müsste die Möglichkeit bestehen, überall hinzukommen. Also alle Plätze sind auch für flugunfähige Wellensittiche erreichbar. Ja, ich habe aber keinen unflugfähigen Wellensittich in meinem Schwarm. Allerdings habe ich auch so zwei, drei, die jetzt ein bisschen flugfauler sind. Sie können natürlich fliegen, aber jetzt gerade zum Beispiel hier der Neo, den ihr jetzt seht, der ist ja auch schon älter, ist jetzt auch schon 6,5 Jahre alt. Und ja, um die älteren Vögel ein bisschen zu entlasten, solltet ihr auch darauf achten, dass viele Plätze auch einfach, ja, zu Fuß bzw. per Klettern zu erreichen sind für die Wellensittiche. Und wenn ihr flugunfähige Wellensittiche habt, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die Plätze ja, für alle Tiere erreichbar sind. Ja, ich habe jetzt hier einfach noch ein paar Aufnahmen, wie die Wellensittiche sich so in ihrem neuen, ich nenne es immer Garten, so ja, zurechtfinden. Sie haben auch schon alles untersucht und erkundet. Ja, also mir gefällt die Einrichtung ganz gut. Und ja, wenn ich es dann wieder umrichte, dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Ich nehme euch meistens so bei jedem zweiten Neugestalten mit, da ich es nicht bei jedem Mal schaffe, alles mitzufilmen. Beziehungsweise ich möchte halt auch nicht, dass auf meinem Kanal nur Vogelzimmer- oder Käfig-Updates kommen. Deswegen nehme ich euch meistens nur bei ja, jeder zweiten Neugestaltung mit, falls ihr euch wundert. Ja, ansonsten gestalte ich die Voliere eigentlich so alle 2 Wochen neu und den Freiflug so ungefähr jeden Monat. Ja, aber ich filme halt nicht immer alles mit. Ja, an dieser Stelle hoffe ich jetzt mal, dass euch das Video gefallen hat. Ich zeige euch jetzt nochmal das Vogelzimmer so im Ganzen. Und ja, vielleicht kann es euch ja ein paar Inspirationen oder so liefern. Und dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.